Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Ich bin die Jen und ich möchte heute auf viele, viele Fragen eingehen, die uns die letzten Monate erreicht haben zum Thema Jungpflanzenanzucht. Bevor ich jetzt ganz viele einzelne E-Mails schreibe, haben wir uns gedacht, machen wir ein Video, in dem wir euch erzählen, was wir genau benutzen. Also welche Pöttchen, welche Dünger, welche Leuchte aktuell. Wir machen das mittlerweile einige Jahre und haben uns unser System erarbeitet, was eben funktioniert. Dennoch, gut zu wissen ist, was ich euch gleich vorstellen werde, ist unser System. Das ist nicht der heilige Gral der Jungpflanzenanzucht, zumindest nicht allgemein. Für uns ist es ein System, was gut funktioniert, was wir empfehlen können, was wir euch ja zeigen können, wie wir es machen. Aber jeder muss für sich seinen Garten und sein System, ja ein eigenes System herausarbeiten, mit dem er glücklich, zufrieden ist und vor allen Dingen erfolgreich. Beginnen wir direkt bei dem Thema Erde, denn die Erde ist ja die Basis dafür. Wenn wir aussehen, brauchen wir eine Aussaaterde. Wenn ihr unseren Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr vielleicht, dass wir so eine Dämpfschubkarre uns angeschafft haben, mit der wir immer wieder die Erde dämpfen können, das heißt erhitzen können über Dampf. Damit töten wir ja Schädlinge, Keime und all diese Dinge ab, die wir bei der Aussaat eben nicht haben wollen. Was allerdings wichtig ist bei unserer Upcycling-Methode, dass wir die Erde auch nochmal sieben. Ob wir das jetzt vor dem Dämpfen machen oder nach dem Dämpfen machen, ist eigentlich egal. Aber bei diesem Upcycling sammeln wir die Erde, die wir in den Kübeln stehen haben, wie hier zum Beispiel bei diesem Blumenkasten, wo ihr noch die Reste von Basilikum seht. So eine Erde wird dann genommen, mit der Dampfschiffkarre aufgewertet, abgecycelt und dient uns dann für die nächsten Jungpflanzenaussaaten. Natürlich hat man nicht unbedingt so eine Schubkarre zu Hause stehen, das ist ja auch schon eine größere Investition. Was man aber dennoch machen könnte, ist, dass man die Erde bei sich vielleicht über den Backofen oder über die Mikrowelle einfach erhitzt und keimfrei macht, sodass sie für die Aussaat zu gebrauchen ist. Die andere Möglichkeit, die wir natürlich haben, ist Aussaaterde einzukaufen. Und auch das haben wir schon des Öfteren gemacht. Gerade am Anfang, es gibt gute, es gibt nicht so gute. Das merkt man denn, wenn man hinterher im Haus doch irgendwelchen Befall hat. Und dann stellt sich vielleicht auch direkt die Frage, warum wird denn erhitzt, warum wird denn gedämpft? Naja, wenn wir uns die Jungpflanzenanzucht anschauen, dann passiert die vorrangig im Haus. Also ob jetzt Dezember, Januar, Februar, welchen Monat wir auch immer nehmen. Wir arbeiten mit Kunstlicht, wir arbeiten im Haus und da haben wir in der Regel eigentlich keine Nützlinge. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich Voranzuchten mache, ab April beispielsweise draußen, dann habe ich nicht so sehr das Problem. Da kann ich dann auf die Dämpferei verzichten. Wenn ich also gekaufte Erde verwenden möchte oder muss, dann kann ich nochmal auf Nummer sicher gehen, wenn ich weiß, ich ziehe im Haus vor, indem ich die dann nochmal über den Backofen dämpfe. Ein ausführliches Video zu dem Thema Aussaaterde herstellen haben wir schon gemacht. Das ist unter dem Video in der Infobox verlinkt. Wenn euch das interessiert, schaut es euch gerne mal an. Natürlich gibt es noch weitere Alternativen für die Aussaaterde. Zum Beispiel, wenn ich mit Kokossubstrat arbeiten möchte. Wir benutzen auch immer mal wieder ganz gerne diese Humusziegel. Die lassen sich super lagern, brauchen natürlich erstmal Wasser, damit sie aufquellen können. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Kann man sich so vorstellen. Das ist praktisch. Allerdings müssen wir hier unbedingt darauf achten, wenn unsere Saat dann aufgelaufen, also gekeimt ist, dass wir anschließend direkt Nährstoffe geben müssen. Denn hier ist an Nährstoffen nichts drin. Also wenn ich dann meine Keimlinge am Wachsen habe, dann müssen die direkt auch Nährstoffe bekommen. Idealerweise einfach mit einem Flüssigdünger. Und dann gibt es dann noch eine Variante, die wir auch immer mal wieder sehen. Das ist die mit den Presstöpfchen. Das bedeutet, es gibt eine bestimmte Erde, die in der Regel auch extra angemischt werden muss, damit die diese Pappigkeit auch hat. Und in Großbetrieben läuft das über eine Maschine. In einem kleinen Betrieb oder in einem kleineren Garten gibt es das auch mit einer Handmanufakturmaschine, mit der man diese Töpfchen herstellen kann. Das heißt, einfach nur ein gepresster Ballen von Erde ohne irgendein Töpfchen drumherum, wo dann ausgesät werden kann. Das kennt man, wenn man zum Beispiel schon mal Jungpflanzen im Baumarkt oder auf einem Markt gesehen hat, dann sind die meistens da drin. Dieses System ist bestimmt total gut und mag einige von euch auch voll faszinieren. Für uns persönlich ist es jetzt nicht das Richtige. Wir arbeiten lieber mit den Quickpots. Das passt besser zu unserem Workflow. Dennoch gibt es dieses System und vielleicht ist es ja für euch das Richtige. Wenn wir dann aussehen, dann können wir uns ein bisschen Geld sparen, denn wir verwenden seit Jahren immer wieder gerne diese wiederverwendbaren Verpackungen, sind es im Endeffekt, auch wieder so ein Upcycling-Ding.
Alles Gemüse, was hinterher sowieso pikiert wird, sehen wir in diese Förmchen aus. Die sind nicht allzu groß, das ist ganz praktisch. Es gibt die auch in anderen Farben, je nachdem, was man bekommen kann. Kriegt man gut bei Freunden oder in der Nachbarschaft, wie gesagt. Und wenn ich hier so ein Förmchen habe, habe ich nicht so einen großen Platz, den ich brauche. Wenn ich hingegen in so eine Platte jetzt hier aussehe und ich möchte die warm halten, wenn ich zum Beispiel Chili oder Paprika oder Tomate oder so erstmal zum Keimen bringen möchte, dann bräuchte ich theoretisch eine viel größere Wärmematte. Und das habe ich hier natürlich nicht. Das ist ein super Vorteil. Und dann gibt es da noch was, was wir sehr gerne benutzen. Das sind die Quickpot-Platten, diese hier. Die haben Löcher drin, die sind ziemlich stabil. Die gibt es in verschiedenen Größen. Das sind große, das sind kleinere, es gibt auch noch mittlere. Und was auch schön ist, die haben Untersetzer. Zeige ich euch auch direkt mal. Die sehen dann so aus und passen auch direkt. Ist wunderbar, wenn man zum Beispiel von unten angießen möchte oder zum noch stabileren Tragen. Und bei den Quickpot-Platten muss ich wirklich sagen, da gilt der Tipp, wer billig kauft, kauft zweimal und produziert Müll. Die gibt es natürlich auch in günstig, aber die brechen eben schnell, splittern schnell ab. Das machen diese hier nicht. Wir haben die ältesten, die wir haben, sind glaube ich 7 oder 8 Jahre alt und sehen immer noch aus wie neu, sage ich jetzt mal. Die sind also nicht irgendwie schlechter geworden. Die haben wir übrigens auch in der Infobox verlinkt und da würde ich auch lieber eher weniger kaufen und dafür die guten und dann von Jahr zu Jahr eben aufstocken. Wenn unsere Saat dann gekeimt ist und gewachsen ist, sodass wir sie pikieren können, dann benutzen wir eben auch gerne die Quickpots. Also wenn die dann gekeimt sind, die ersten Keimblätter sehen ja immer gleich aus und wenn dann die kulturtypischen Blätter kommen, dann werden sie meistens pikiert, tiefer gesetzt, zum Beispiel bei Kohl und dafür eignen sich die Quickpot-Platten ideal. Aber auch Pflanzen wie zum Beispiel Blumen oder Kräuter, wo wir mehrere zusammen aussehen, die werden wir einfach in den Töpfchen wachsen lassen und dann nehmen wir dann hinterher den ganzen Ballen und setzen sie so dann hinterher in den Garten. Und wenn dann das Erdvolumen bei Quickpot-Platten nicht mehr ausreicht, dann pikieren wir weiter in diese Töpfchen, zum Beispiel hier diese 9x9. Wobei es gibt ja auch Gemüse wie zum Beispiel Kürbisgewächse oder auch Bohnen, die ein bisschen mehr Erdvolumen brauchen oder nicht pikiert werden wollen, wie bei den Kürbisgewächsen, die sehen wir dann direkt in diese Größe aus. Dann gibt es aber noch den Fall, wenn zum Beispiel es lange im Frühjahr kalt ist und die Physalis doch recht groß geworden ist oder die Tomate, dann braucht sie auch mehr Erde und mehr Platz und will tiefer gesetzt werden. Dann benutzen wir gerne die größere Variante von diesen Töpfchen. Die hier hat jetzt hier 13x13 cm und ihr seht schon, quadratisch, praktisch und passt hier gut ins System, nutzt einfach mehr Platz aus. Passend zu diesen quadratischen Töpfen haben wir uns auch die Wannen angeschafft und die sind sehr praktisch, ob man jetzt mit Kindern basteln will oder ob man Pflanzen anzieht. Die haben natürlich keine Löcher, die kann man also auch gut komfortabel im Haus gut benutzen und da passen die praktisch nebeneinander und man hat den ganzen Platz eben ausgenutzt. Also diese Wannen hier, diese schwarzen, sind absolut super praktisch und auch hier, die halten mehrere Jahre lang, kann ich euch nur empfehlen. Aber nicht nur die Wannen sind hier sehr praktisch, sondern wenn es eine Nummer größer werden soll oder vor allen Dingen, wenn Wasser abfließen soll, wenn ich zum Beispiel mehrere Bohnentöpfchen habe, dann sind diese Bäckerkisten einfach perfekt. Die sind aber auch super, wenn ich ernten möchte und wenn ich mal Kartoffeln mit einem Schlauch abspritzen möchte oder so. Also diese System-Bäckerkisten, die machen sich hier im Hobby, im Selbstversorgergarten sehr gut. Ich glaube, einige von euch nutzen die auch sehr gerne. Schreibt gerne mal auch in die Kommentare, wie ihr damit so gut zurechtkommt. Wir nutzen sie sehr gerne und können sie eben deswegen einfach empfehlen. Um bei den Pflanzgefäßen noch eben zu bleiben. Jetzt wisst ihr, was wir benutzen. Die nächste Frage ist aber, was benutzen wir wann? Wenn wir zum Beispiel Pflanzen haben, so Mittelschwachzehrer, die auch gar nicht so viel Platz brauchen, wie zum Beispiel Salate oder Zwiebeln, dann benutzen wir die kleineren Quickpot-Platten, wie diese hier. Das reicht aus, das funktioniert gut. Bei den Starkzehrerpflanzen, wie zum Beispiel Kohlpflanzen oder eben auch Tomatenpflanzen, da benutzen wir gerne Quickpot-Platten, die größer sind, also wie diese hier. Die brauchen mehr Nährstoffe, die brauchen mehr Erdvolumen. Da ist das ganz klasse, so eine Quickpot-Platte zu benutzen. Vor allen Dingen ist es praktisch, wenn es dann heißt, irgendwann im April, dass die Pflanzen sich an die Sonne gewöhnen sollen und wir sie tragen. Also aus dem Haus raus, wieder rein. Hier habe ich natürlich mehrere zusammen. Wenn ich allerdings Pflanzen tauschen möchte oder abgeben möchte, dann ist es mit so einer Quickpot-Platte natürlich schwierig. Dann empfiehlt es sich, mit so Pöttchen zu arbeiten. Übrigens, wenn wir bei den Starkzehrern sind, wie Gurken beispielsweise, da benutzen wir sowieso von vornherein diese hier, wo sie genug Platz haben. Und wenn es dann mal so sein sollte, dass die Pflanzen länger ausharren müssen, bis sie dann in den Garten gepflanzt werden können, gerade bei Tomaten, dann empfiehlt es sich nochmal größere Pöttchen zu nehmen, sie tiefer zu setzen bei den Tomaten, sodass sie noch eine längere Zeit vital überstehen können, bis sie dann in den Garten kommen können.
Weiter geht es mit dem nächsten Kapitel, das ist dann die Versorgung. Wenn wir also ausgesät haben und wir haben die Pflänzchen da, wir haben Erde, haben wir gedämpft aus verschiedenen Quellen. Erde ist total unterschiedlich, das heißt, wir müssen hinterher auch unterschiedlich schauen auf die Pflanzen, wie es denen geht und was die brauchen. Wenn wir zum Beispiel Salatpflanzen haben, als Beispiel für Mittelschwachzehrer, dann reicht es in der Regel aus, wenn wir das Bodenleben einfach wieder aktivieren. Also wenn sie gedämpft ist, die Erde, dann sind natürlich Nährstoffe vorhanden, aber die sind nicht direkt verfügbar in der Form. Wir aktivieren unseren Boden im Endeffekt, indem wir den mit effektiven Mikroorganismen versorgen und die wiederum, die machen die Nährstoffe für die Pflanzen dann verfügbar. Bei Mittel- und Schwachzehrern reicht das soweit auch aus, aber wenn wir Starkzehrerpflanzen haben, wie zum Beispiel im Tomaten, Paprika, Aubergine und Co., dann verwenden wir neben den effektiven Mikroorganismen eben auch einen Dünger. Und hier haben wir den Mikrodünger, mit dem wir sehr gerne arbeiten, deswegen haben wir ihn mittlerweile auch bei uns im Sortiment aufgenommen. Aber hier ganz wichtig, ich kippe nicht einfach Dünger auf eine Pflanze, weil ich weiß, da steht Starkzehrer hinten auf dem Samentütchen drauf, sondern ich gucke mir die Pflanze an. Die Erde ist unterschiedlich, die Pflanzen sind unterschiedlich. Wenn die also zeigen, dass sie so gelbe Blätter bekommen, dass sie nicht so gut wachsen, dann gebe ich mal direkt einen Flüssigdünger dazu. Wenn die von sich aus aber gut aussehen, dann muss ich nicht unbedingt direkt einen Flüssigdünger dazugeben. Vielleicht noch ganz interessant ist jetzt, was sind denn die Erfahrungswerte vom Gartengemüsekiosk und ihren Jungpflanzen? Bei uns ist es so, bei den Starkzehrerpflanzen, da funktioniert es gut, wenn wir den Dünger flüssig einmal die Woche dazugeben. Was aber ganz wichtig ist, der ist sehr, sehr ergiebig. Also ich habe hier 10 bis 20 Milliliter auf eine 10 Liter Gießkanne. Mehr braucht es da nicht. Und unsere Schwach- bis Mittelzehrer kriegen diese Portion einmal im Monat vielleicht. Das reicht alle Male aus. Und wer von euch Spaß an Jungpflanzenanzucht hat und das vielleicht auch schon mehrere Jahre ausprobiert hat, der kennt das Thema von Schädlingen ganz sicherlich. Ganz bekannt sind ja die Trauermücken. Die Trauermücken hat man entweder, wenn die Erde nicht ganz sauber war oder wenn man Pflanzen überwintert hat mit alter Erde oder zum Beispiel auch, wenn man Zimmerpflanzen hat, wo sie dann vielleicht drin sitzen. Was wir gerne nutzen, sind eben diese Gelbtafeln, aber weniger als Bekämpfung, sondern mehr als Indikator, um zu schauen, wie viel habe ich denn oder wie groß ist der Befall. Und womit wir dann eben gerne arbeiten, das ist mit Nützlingen. Also hier ist zur nachhaltigen Bekämpfung von Trauermückenlarven. Und das ist eine biologische Bekämpfung, die benutzen wir gerne. Das funktioniert im Fall der Fälle. Aber von Jahr zu Jahr sind es bei uns weniger geworden, denn das saubere Arbeiten ist da auf jeden Fall total wichtig. Dann gibt es natürlich noch andere Haushaltsmittel bei den Trauermücken, zum Beispiel Sand auf die Erdoberfläche oder nur von unten gießen oder manche geben auch Zimt oder ihr habt vielleicht noch einen anderen Tipp, schreibt den gerne in die Kommentare. Aber das Problem der Schädlinge und der Pflanzenanzucht im Haus ist auf jeden Fall eins, dem man sich widmen muss. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass Spinnmilben oder auch Blattläuse unterwegs sind und irgendwie überwintert haben. Und gerade da bei den Blattläusen, da greifen wir auf ein altes Hilfsmittel zurück, Hausmittel zurück. Einfach Spüli mit Wasser, immer wieder regelmäßig sprühen und dann hat sich das in der Regel eigentlich von selbst erledigt. Draußen im Garten haben wir Marienkäfer, aber die haben wir meistens nicht so zu Hause oder zumindest nicht in lebendiger Form vielleicht ausgemalt. Was wir ansonsten gerne verwenden, um die Schädlinge in Schach zu halten, das ist dieser Kräuterauszug aus Knoblauch und Chili. Das haben wir mittlerweile auch bei uns im Shop aufnehmen können, weil wir es wirklich richtig gut finden. Vielleicht habt ihr es im letzten Video mal gesehen. Wir verwenden das gerne in Sprühform einmal die Woche bei unserer Indoor-Growing-Station, wo wir die Stecklinge unter anderem der Süßkartoffel stehen haben. Vielleicht noch ganz interessant, von dieser kleinen Flasche hier brauche ich auch wirklich nicht viel. 3 bis 5 Milliliter auf 1 Liter Wasser, was ich in der Sprühflasche dann ausbringe. Das ist wirklich nicht viel, aber eben effektiv. Und falls wir bei unserer Jungpflanzenanzucht das Problem von Pilzbefall oder Mehltau oder so haben, dann müssen wir vielleicht mal schauen, wo der Fehler im System liegt. Haben wir ordentlich gearbeitet? Haben wir sauber gearbeitet? Oder aber stehen die Pflanzen vielleicht zu dicht? Kommt da zu wenig Luft rein? Wäre vielleicht eine Abhilfe, einen Ventilator mit da reinzubringen? Sowas alles muss bedacht werden, denn das sollte eigentlich gar nicht erst auftreten. Für den Hobbygärtner, der in der Regel ein paar wenige Pflanzen vorzieht, ist das normalerweise kein Problem. Bei uns in der Anzuchtstation haben wir mehrere Regale, verschiedene Etagen, alle beleuchtet. Da müssen wir auf jeden Fall gerade im März unbedingt gucken, dass genug Luft da durchzieht, denn die Pflanzen werden immer größer und da könnte sowas zum Problem werden, wenn wir das eben nicht mit der Luft im Auge haben. Also zu feucht wollen es unsere Jungpflanzen eben nicht haben. Wo wir zum Thema
wo wir zum Thema Gießen kommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben früher gerne diese Beibrause hier verwendet. Die ist auch ganz schön, wenn man kleine Mengen gießen möchte. Allerdings verkalkt die schon mal schnell. Wenn man da neues Wasser reinfüllen möchte, muss man die zusammendrücken, dann zieht sich das hoch. Wenn man Zeit und Muße hat, vielleicht mit Kindern, eine schöne Geschichte. Für unsere Dimension mittlerweile nicht mehr das Richtige. Was wir natürlich machen, gerade bei zum Beispiel Lichtkeimer, die sonst vielleicht zu schnell austrocknen, ist, dass wir sie besprühen mit Wasser. Also die Sprühflasche ist im Garten definitiv ein Hilfsmittel, was wir gerne verwenden. Der ultimative Tipp zur Bewässerung von Jungpflanzen ist sehr einfach. Es ist die Kindergießkanne. Ja, tatsächlich. Wir arbeiten am liebsten mit der Kindergießkanne. Die Beibrause ist so fein, wenn wir damit gießen, das schwemmt kein Saatgut weg, das funktioniert gut. Und wenn wir von unten gießen wollen, vielleicht wegen einem Trauermückenbefall oder so, dann können wir einfach auf die Untersetzerplatte gießen, Beibrause ab, kein Problem. Bewässerung von Jungpflanzen, Kindergießkanne. Wenn wir Jungpflanzen anziehen wollen, indoor, dann kommen wir um die Pflanzenleuchte überhaupt nicht herum. Im Bereich vom Dezember, Januar, Februar müssen wir mit LED-Leuchten arbeiten, damit das funktioniert. Ab März, wenn man einen richtigen Standort hat, der hell genug ist, kann das ohne funktionieren, aber vorher kommt man eigentlich nicht drum herum. Wir haben schon einige Jahre mit LED Erfahrung sammeln können. Wir haben auch das ein oder andere Video dazu gemacht. Eins ist hier oben verlinkt. Und hier haben wir zum Beispiel ein Modell. Damit haben wir gearbeitet. Das ist im Video, was ich eben gesagt hatte, auch dargestellt und ein bisschen drüber erzählt. Aktuell, und das seht ihr, wenn ihr uns abonniert und unsere Gartenrundgänge guckt, haben wir einen weiteren Fortschritt der Technik. Und zwar habe ich hier einfach nur noch eine Aluplatte mit den LEDs drauf, ohne Lüfter, einfach zu verbauen. Von der sind wir gerade sehr begeistert. Vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen in unserer Indoor-Growing-Station im letzten Gartenrundgang. Da wird sie auch eingesetzt. In Zukunft werden natürlich auch wieder Videos zum Thema LED-Pflanzenbeleuchtung kommen und dann wird die sicherlich auch nochmal ausführlicher vorgestellt werden. Aber nicht nur das Licht ist unheimlich wichtig bei der Jungpflanzenanzucht, sondern eben auch die Temperatur. Und da gerade die Keimtemperatur. Wenn wir von Keimtemperaturen sprechen, wissen wir, die unterschiedlichen Gemüsekulturen haben auch unterschiedliche Keimtemperaturen. Und wenn wir die feststellen wollen, ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht die Lufttemperatur messen, sondern eben die Bodentemperatur. Das machen wir ganz gerne mit so einem Infrarotthermometer. Dann wissen wir ganz genau, was für eine Temperatur der Boden aufweist. Während die einen zum Beispiel vielleicht nur 15 Grad brauchen, aber die anderen, wie zum Beispiel Chilis oder so, viel wärmere Temperaturen, ab 23 aufwärts, da ist dann die Frage, wie kann ich das bewerkstelligen, wenn ich einen Ort habe? Und da gibt es Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir, um eine höhere Keimtemperatur zu realisieren, die Aussaatschalen in so ein Mini-Gewächshaus stellen. Da wird es dann nochmal wärmer und es erleichtert die Keimung. Wenn das aber auch nicht ausreicht oder das nicht vorhanden ist, gibt es noch was, womit wir auch gern arbeiten. Das zeige ich euch. Habe ich hier, Abracadabra. Das ist das hier. Einfach mit dem Stecker dran. Ganz dünn, ganz leicht. Das ist eine Heizmatte. Und die legen wir einfach unter unsere Aussaatschalen oder unter die Gewächshäuser. Und dann wird es nochmal richtig warm. Und dann ist aber wichtig zu wissen, wenn dann meine Tomaten, Chili und so weiter gekeimt sind, nach der Keimung müssen die kühler stehen. Also die dürfen dann nicht hier drauf weiter stehen bleiben, sonst funktioniert das nämlich auch wieder nicht. So eine Heizmatte hier, die verbraucht allerdings nicht viel Strom. Hier haben wir 30 bis 40 Watt und natürlich auch die Überlegung, dass wir nicht den ganzen Raum so warm machen müssen, weil da ein paar Samen keimen wollen, sondern dass wir partiell, also punktuell, da Wärme hinbringen, wo wir die für die Keimung eben auch brauchen. Und natürlich sammelt jeder Gärtner von Jahr zu Jahr seine Erfahrung. Wir haben in unserem Aussaatkalender für jeden Monat für die verschiedenen Kategorien an Gemüse aufgeschrieben, welche Keimtemperatur braucht es, wo sehen wir die aus, mit Licht oder ohne Licht und wo werden sie dann hinterher gepflanzt. Der Link zu dem Kalender, wenn ihr mal schauen möchtet, euch interessiert, ist auch in der Infobox unter diesem Video. Also nochmal kurz gefasst. Für die meisten Pflanzen reicht eine Keimtemperatur im Bereich von 15 bis 20 Grad aus. Deswegen haben wir auch diese Temperatur in unserer Jungpflanzenanzuchtstation. Für einige aber darf es wärmer sein, wie zum Beispiel Chili, Aubergine, Paprika, Tomate, Physalis und Co. Die brauchen es zur Keimung etwas wärmer. Entweder nehmen wir dann das Gewächshäuschen
oder aber die Heizmatte oder beides, je nachdem. Andere Möglichkeit ist, wir nehmen das Aussaatschälchen und tragen das in einen anderen Raum, zum Beispiel im Wohnzimmer auf die Heizung. Und dort bleibt es dann, bis es keimt. Aber dann, nach der Keimung, bringen wir es wieder zurück in die Anzuchtstation, wo es kühler ist, damit die nicht einfach hochwachsen und vergeilen, wie das wäre, wenn wir sie im Wohnzimmer dann eben auf der warmen Heizung stehen lassen würden. Ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht die Lust aufs Gärtnern vermiest oder euch abgeschreckt. Das war nicht meine Intention. Man muss immer mal schauen, was für wen. Wenn ich also anfange mit dem Garteln, dann brauche ich natürlich nicht dieses Ausmaß und den ganzen Kram. Ich kann eine Menge upcyclen, ich kann mir Blumentöpfchen holen, zum Beispiel auch am Friedhof. Da liegen die meistens neben den Gießkannen an den Müllcontainern rum. Die kann ich einfach einsammeln und upcyclen. Wenn ich aber schon mehrere Jahre dabei bin und dabei bleiben möchte, dann lohnt es sich zu überlegen, vielleicht zu investieren, um sich auch gewisse Arbeiten effizienter und einfacher zu gestalten. Die Jungpflanzenanzucht mit Kunstlicht von Dezember bis Februar ist schon ein Bereich für sich. Da muss man Lust drauf haben, da muss man Spaß dran haben. Um Spaß am Garten zu haben und Erfolg im Garten zu haben, muss man das natürlich nicht unbedingt machen. Was will ich sagen? Wenn es etwas ist, was dir Spaß machen könnte, was dich anspricht, probier es aus. Wenn du aber jemand bist, der sagt, das brauche ich überhaupt nicht, dann lass es auch einfach sein, denn das muss auch nicht unbedingt sein. Für jeden das, was eben passt. Für die meisten Pflanzen reicht es eigentlich aus, wenn wir mit der Jungpflanzenanzucht im März beginnen. Für beide Verfahrensweisen, also frühe Anzucht mit Licht oder eben ab März, gibt es Vorteile und Nachteile. Und dann gibt es natürlich noch das Wetter, was sich nicht so richtig berechnen lässt. Wenn zum Beispiel der Sommer kalt ist und wir schauen mal auf die Kultur von Paprika, dann sind wir mit früh vorgezogenen Pflanzen erfolgreicher unterwegs, vor allem wenn wir sie dann hinterher noch ins Gewächshaus setzen konnten. Denn da haben wir auf jeden Fall überhaupt eine Ernte oder eine größere Ernte einzufahren, als wenn wir im März erst aussehen können und dann im Freiland vielleicht die Pflanzen stehen haben. Also ihr seht, es gibt ganz viele verschiedene Einflussfaktoren und natürlich auch das eigene individuelle Empfinden, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Ziel der ganzen Aktion ist natürlich wie immer Freude und Spaß im Garten mit Erfolg. Über eure Tipps, eure Erfahrungen, euer Feedback in den Kommentaren freuen wir uns wie immer sehr. Genauso wie über eure Daumen nach oben. Und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, herzlich willkommen. Auch unseren YouTube-Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein Video mehr. Wir haben mittlerweile auf unserem YouTube-Kanal über 500 Videos. Wenn ihr ein bisschen weiterschauen möchtet, ihr findet bei uns einige Playlists. Und was habe ich direkt verlinkt für euch? Einmal hier oben unser Video zum Thema Pflanzenleuchten und LEDs und hier unten unser Video, wie wir euch zeigen, wie wir unsere Aussaaterde selber machen. Viel Spaß beim Garteln, beim Planen und bis zum nächsten Mal, eure Jen.